Hier ist das Erste Deutsche Fernsehen mit den Tagesthemen. Heute im Studio Ingo Zamperoni. Guten Abend. Sie sind die kleinste Fraktion im Deutschen Bundestag und haben große Ziele. Und die erreicht man bekanntlich am besten in Regierungsverantwortung. Also betont das Führungsduo Annalena Baerbock und Robert Habeck beim digitalen Parteitag der Grünen einen Machtanspruch. Das komme schließlich ja auch von Machen. Und gemacht haben die Grünen eine ganze Reihe von Schritten, um mit einem neuen und breiteren Grundsatzprogramm möglichst viele Wählerinnen und Wähler ansprechen zu können. Vielleicht daher auch die eher beschauliche Wohnzimmerdeko. Die Partei will sich möglichst viele Koalitionsoptionen offen halten, damit das nächstes Jahr auch klappt mit der Macht. Wie gemütlich oder auch ungemütlich das wurde, berichtet Mirja Fiedler. Er kann sich vorstellen, der erste grüne Bundeskanzler zu werden. Doch vorher muss Robert Habeck heute seine Partei vom Grundsatzprogramm überzeugen, die Delegierten digital mitreißen. Dann ist eigentlich die Konzentration schon bei den Auseinandersetzungen, den Kampfabstimmungen, die Pro- und Kontra-Reden, die wir dann haben. Und da gibt es ja noch einiges Spannendes zu diskutieren. Aus ihren Wohnzimmern können die Delegierten per Emoji nur applaudieren. Ärger und Wut können sie so nicht ausdrücken. Vor allem Harmonie will das Spitzenduo verkörpern. Um nicht öffentlich auf der Bühne zu streiten, kommt die Parteispitze den Kritikern im Konflikt um das 1,5-Grad-Ziel im Klimaschutz entgegen. Aber die Fridays for Future-Aktivisten fordern mehr, dass alle Menschen mitgenommen werden, wenn die Wirtschaft wächst. Es braucht einfach radikale, tiefgreifende Veränderungen, um Antworten zu geben auf diese Krisen, auf die Welt, die uns gerade um die Ohren fliegt, links und rechts. Aber jetzt ist ganz sicherlich nicht der Zeitpunkt, Positionen abzuräumen und Kompromisse zu finden. Habeck verspricht, islamistische Gefährder aus dem Verkehr zu ziehen, aber auch Vermögende stärker zu besteuern. Angebote ans rechte und linke politische Spektrum. Dabei markiert der Grünen-Chef ganz klar den Machtanspruch zu regieren. Ich weiß, es ist ein hoher Anspruch, ein kühner, vielleicht ein frecher. Aber wenn es stimmt, dass eine neue Zeit neue Antworten erfordert, dass eine neue Zeit einen neuen Ton, eine Farbe der Hoffnung braucht, dann stellen wir uns diesem Anspruch. Dafür sind wir gegründet worden. Doch einige, die beim Gründungsparteitag dabei waren, riskiert die Parteispitze mit ihrem Ruck in Richtung Mitte zu verlieren. Verena Anlauf war vorübergehend aus der Partei ausgetreten, als die Grünen den Bundeswehreinsatz im ehemaligen Jugoslawien unterstützten. Jetzt sind wieder Bundeswehreinsätze ohne UN-Mandat im Gespräch. Das kann ich mir im Augenblick schwer vorstellen, diesen Schritt. Also das ist so etwas, wo ich vielleicht eine andere Meinung habe. Ansonsten sieht sie die Partei aber auf einem guten Weg. Die Grünen wollen unter anderem vielfältiger werden, sich für kostenlose Kitas und Schulen einsetzen, lehnen Gentechnik in der Landwirtschaft nicht mehr strikt ab. Wir gehen so weit, wie wir können und so weit, wie es nötig ist. Also der Parteitag und die Situation in der Stadt findet Zeit, dass wir, wenn ich im Bild bleiben darf, Schmerzen ertragen, dass wir eine starke Kondition haben. Und dann wird man sehen, was passiert. Auch ob Robert Habeck Kanzlerkandidat wird. Machtbewusst hat er sich heute auf jeden Fall präsentiert. Gut zwei Jahre ist es her, dass Saudi-Arabien Frauen das Autofahren erlaubt hat. Dem Königshaus in Riad dürfte es gefallen haben, wie die Bilder um die Welt gingen. Als scheinbarer Beleg für eine Liberalisierung des Landes. Und auch an diesem Wochenende bemüht sich Saudi-Arabien, Weltoffenheit zu demonstrieren. Beim virtuellen G20-Gipfel hat der Gastgeber selbst das Thema Frauenrechte prominent platziert. Menschenrechtsorganisationen, die halten das aber für ein Feigenblatt. Frauen würden in Saudi-Arabien nach wie vor unterdrückt und Aktivistinnen inhaftiert. Daniel Hechler blickt hinter die Kulissen einer Inszenierung. Es ist dieses Video, das sie 2014 erstmals hinter Gitter bringt. Lujan Al-Hadlul fährt Auto, als das in Saudi-Arabien noch verboten ist, postet es im Internet und spricht Klartext. Männer, die uns Autofahren verbieten wollen, tun Unrecht. Sie unterdrücken uns. Nach ihrer Freilassung tritt Lujan weiter für Frauenrechte ein, auch öffentlich im Ausland. 2018 wird sie deshalb wieder inhaftiert, gefoltert und vergewaltigt, wie ihre Schwester Lina im Exil erzählt. Jetzt sei Lujan in den Hungerstreik getreten. Sie wollen sie zum Schweigen bringen, indem sie sie brechen, sie und ihre Familie bestrafen.
Sie können keine starke Frau freilassen, die bereit wäre, alles zu erzählen, was ihr widerfahren ist. Denn das würde das schöne Bild konterkarieren, das das Königshaus so gerne zeichnet. Frauen, die Geschäfte machen, reisen, Sport treiben und ja, seit 2018 endlich auch Auto fahren dürfen. Kosmetische Reformen von Kronprinz Mohammed, um mehr Frauen in Jobs zu bringen. Die Realität aber sei eine andere, wie Menschenrechtler kritisieren. Was extrem heuchlerisch ist, Saudi-Arabien hat rigoros die gesamte Frauenbewegung, Dutzende von Aktivistinnen, seit Mai 2018 inhaftiert. Dennoch hat das saudische Königshaus das Thema Frauenrechte beim G20-Gipfel prominent platziert, präsentiert sich als weltoffener Gastgeber. Der Westen sollte Riad entschieden widersprechen, findet Lina Al-Hadlul. Saudi-Arabien weigert sich, mit uns zu sprechen. Deshalb müssen unsere Freunde Fragen stellen und um Lujains Freilassung bitten. Vielleicht ist es ihre letzte Chance, doch bislang verbietet sich Riad jede Einmischung von außen. Vor 2 Wochen war eine Demonstration gegen die Corona-Maßnahmen in Leipzig aus dem Ruder gelaufen. Für heute wurde dort erneut zum Protest aufgerufen. Wie der Tag dann verlaufen ist, dazu mehr in weiteren Nachrichten mit Thorsten Schröder. An mehreren Stellen der Stadt kam es zu Rangeleien zwischen Kritikern der staatlichen Corona-Maßnahmen und Gegendemonstranten. Größere Zusammenstöße blieben aber aus. Die Veranstaltung der Kritiker war zwar kurz vor Beginn abgesagt worden, weil sich der Versammlungsleiter mit einem nicht anerkannten Attest von der Maskenpflicht befreien wollte. Viele Teilnehmer waren zu dem Zeitpunkt aber schon vor Ort. Leipzig am Abend. Nach der Absage einer Kundgebung von Kritikern der Corona-Maßnahmen kommt es in der Innenstadt zu Spontandemos. Nach Einschätzung der Polizei sollen daran rund 500 Demonstrierende beteiligt gewesen sein. Die Beamten kesseln die Menge ein und lösen die Ansammlung kontrolliert auf. Das Fazit der Polizei: einige Festnahmen, Sachbeschädigungen, Anzeigen wegen Körperverletzung. Aber kein Vergleich zu den Protesten vor 2 Wochen. Die Mobilisierung ist eine andere gewesen am 7. November. Wir hatten ja am Ende eine unglaubliche Menge an Personen hier. Und wenn man solche Dimensionen hat, ist es insgesamt für eine Polizei immer schwerer, Menschen zu lenken und zu leiten. Das ist bei so einer Situation wie heute deutlich besser und auch möglich. Zudem hatte die Bundespolizei Rechtsextreme bereits bei ihrer Ankunft am Bahnhof festgehalten und zurückgeschickt. Die Mehrheit der Kundgebungen blieb heute friedlich. Am Nachmittag waren mehrere tausend Menschen für ein solidarisches Miteinander auf die Straße gegangen. Björn Höcke ist als einer der beiden Landesvorsitzenden der Thüringer AfD für 2 weitere Jahre im Amt bestätigt worden. Der 48-Jährige erhielt auf dem Parteitag in Pfiffelbach knapp 84% der abgegebenen Stimmen. Höcke steht seit 6 Jahren an der Spitze der Thüringer AfD. Der Landesverband wird vom Verfassungsschutz als Verdachtsfall im Bereich Rechtsextremismus bewertet. In Brasilien sind hunderte Menschen gegen Rassismus auf die Straße gegangen. Auslöser ist der Tod eines schwarzen Brasilianers. Der Mann war gestorben, nachdem er von Wachleuten eines Supermarktes verprügelt worden war. Rund um Filialen der Supermarktkette kam es zu Demonstrationen wie hier in Rio. Präsident Bolsonaro warnte heute am Rande des G20-Gipfels vor einer Spaltung Brasiliens. Die Stadt Mostar kurz nach dem Bosnienkrieg. Über den Fluss führte damals nur noch eine provisorische Drahtseilbrücke. Die alte Steinbrücke zerstört. Dabei war sie doch ein Symbol gewesen, weil sie den muslimisch geprägten Ostteil der Stadt mit dem katholisch geprägten Westen verband. Dem Bosnienkrieg setzte heute vor 25 Jahren das Friedensabkommen von Dayton ein Ende. Die Brücke, die wurde zwar wieder aufgebaut, doch die tiefe Spaltung, die blieb zunächst. Nationalisten bestimmten lange Zeit den Ton. Inzwischen aber drängen immer mehr diejenigen nach vorne, die diese Spaltung überwinden und weitere Brücken bauen wollen. Nikolaus Neumeier berichtet. 12 Jahre lang hat Irma Baralia gewartet. Denn nach 12 Jahren gibt es in Mostar zum ersten Mal wieder Kommunalwahlen. Ende Dezember wird gewählt.
Die ehemalige Lehrerin hat das vor Gericht und gegen die Nationalisten erstritten. Dennoch verläuft durch Mostar eine unsichtbare Grenze zwischen muslimischen Bosniaken auf der einen Seite und katholischen Kroaten auf der anderen. Irmas Partei versteht sich als antinationalistisch, kämpft für eine Versöhnung zwischen den Bevölkerungsgruppen. Diese Wahlen in Mostar sind keine normalen Wahlen. Nicht nur, weil wir 12 Jahre lang darauf gewartet haben. Das wird eine Entscheidung zwischen der Vergangenheit und der Zukunft. In Mostar stehen noch Ruinen aus dem Bosnienkrieg, der vor 25 Jahren endete. Auf den Straßen ist jetzt das Wort Zukunft zu hören. Viele sind die Trennung leid. Die Wahl bedeutet uns viel, denn ich gehöre zur etwas älteren Generation und kann mich an das ehemalige Mostar erinnern. Wir wünschen uns, dass wir endlich wieder zufrieden zusammenleben können. Ich habe 5 Enkelkinder und ich wünsche mir, dass die Stadt endlich das wird, was sie vor dem Krieg war, dass unsere Kinder es schöner haben und eine glückliche Zukunft. An die Zukunft denken auch Mountainbiker, die in ihrer Heimat geführte Touren anbieten wollen. Mit dabei Toni Soric vom Fahrradclub Herzegowina Bike. Er lässt sich wie die anderen hier zum Guide ausbilden und ist unterwegs im Westen der Herzegowina. Schon jetzt eine beliebte Tourengegend. Toni setzt auf eine gute wirtschaftliche Entwicklung. In dem Cyclotourismus und Radfahren sehe ich Zukunft und ich bemühe mich sehr, sie zu entwickeln. Bald möchte er Radtouristen zu den schönsten Plätzen der Herzegowina führen, auch zur berühmten Brücke von Mostar. Hier dreht eine Schulklasse einen Film für den Nationalfeiertag. Die Brücke haben sie bewusst ausgewählt. Sie wurde im Krieg zerstört, wieder aufgebaut und ist jetzt ihr Symbol für die Einheit von Mostar. Das Fußballthema der Woche, das war das 0:6 der Nationalmannschaft gegen Spanien. Das Fußballthema des Tages, Ocker Gundel, das ist der FC Bayern München. Ja, und irgendwie ist es ja auch immer wieder schön, wie unberechenbar der Fußball ist. Deswegen lieben wir ihn ja auch so sehr. Und wenn der deutsche Rekordmeister Bayern München nur unentschieden spielt, dann ist das eben auch schon ein kleiner Aufreger. Gegen Werder Bremen schafften die Bayern nach einem zwischenzeitlichen Rückstand nur ein 1:1 und das im eigenen Stadion. Für Werder endete heute eine lange Negativserie. Nach 10 Jahren und 19 Niederlagen konnten die Bremer endlich mal wieder gegen die Bayern punkten. Bislang hat Florian Kohfeldt immer gegen die Bayern verloren. Doch trotz des 1:1 heute hadert der Bremer Trainer mit dem Remis. Heute hat es dann zum Punkt gereicht, endlich. Ich bin sogar einen ganz kleinen Hauch enttäuscht, weil es vielleicht sogar mehr möglich gewesen wäre. Stimmt, denn Werder hat in den ersten 45 Minuten die besseren Chancen. Alleine Manuel Neuer verhindert Schlimmeres für sein Team mit starken Paraden gegen Augustinsson und Sarcz. Bayern selbst hat wenig Gelegenheiten, die Gäste sind griffig. Sekunden vor der Pause der Führungstreffer Eggestein, 2. Saisontor. Werder clever, läuft sogar 5 Kilometer mehr als die Bayern von Hansi Flick. In der 2. Halbzeit drücken die Gastgeber, wollen schnell den Ausgleich. Costa an die Latte, die beste Chance wenige Minuten nach der Pause. Das 1:1 dann erst nach einer guten Stunde, als Goretzka flankt und Coman sich hinter Gebre Selassie vorbeischleicht. Das erste Saisontor des Franzosen. Zu mehr reicht es für den Meister allerdings nicht. Deswegen gehen wir sehr, sehr verärgert aus dem Spiel, nur 1:1 gespielt zu haben. Für Bremen ist es das 5. 1:1 in Folge, damit eingestellter Bundesliga-Rekord und das ausgerechnet in München. Tja, Hoffenheim gegen Stuttgart. Auf den ersten Blick vielleicht nicht die anziehendste Partie des Tages, aber vom Ergebnis und vom Spielverlauf her eben doch. Am Ende stand ein Unentschieden mit 6 Toren, die in munterer Abwechslung gefallen sind und dem Spiel immer wieder eine neue Richtung gaben. Das hatte schon großen Unterhaltungswert. Es war ein Unentschieden der sehenswerten Art, aber Zufriedenheit gab es nicht. Wir lassen zu viel zu, wir kassieren zu viele Gegentore und müssen immer auch sehr viele Tore machen, um Spiele zu gewinnen. Stuttgart in Weiß ist lange besser, gerät aber in der 16. Minute in Rückstand. Hoffenheims erster guter Abschluss führt zum 1:0. Baumgartner ist der Torschütze. Sehenswerter Ausgleich nur 2 Minuten später. Ein großartiges Solo des Argentiniers González zum 1:1. Es mangelt an nichts, auch nicht an Kuriositäten, wie das 1:2. Erst Latte, dann Pfosten, dann rein. Wamangituka zum Pausenstand.
Stuttgart verdient vorne. Die zweite Hälfte, jetzt dominiert Hoffenheim. Ryan Session 2:2. Und es bleiben noch über 40 Minuten zu spielen. Ein Foul an Hoffenheims Grilic führt zum Strafstoß, den André Kramaric zum 3:2 verwandelt. Hoffenheim erst vorne, dann hinten, jetzt wieder die Führung. Bis zur vierten Minute der Nachspielzeit. Stuttgart wirft alles nach vorne, wird belohnt. Marc-Oliver Kempf zum 3:3. 3:3 ist gut, zeigt auch eine gewisse Moral. Als 100% Gratulation möchte ich aber nicht annehmen, den Punkt, aber bin ich unzufrieden damit. Dafür hat das Zuschauen Spaß gemacht. Dazu brauchte es keinen Sieger. Und wir schauen auf die weiteren Ergebnisse nach dem 8. Spieltag. Gladbach-Augsburg 1:1, Schalke verliert gegen Wolfsburg mit 0:2 und Bielefeld gegen Leverkusen mit 1:2. Frankfurt und Leipzig trennen sich unentschieden. Hertha verliert gegen Dortmund mit 2:5, vierfacher Torschütze Erling Haaland. Morgen dann noch zwei Spiele, Freiburg gegen Mainz und Köln empfängt Union Berlin. Und wir schauen auf die Tabelle. Die Bayern bleiben Spitzenreiter, jetzt mit einem Punkt vor Dortmund und Leverkusen. Union Berlin auf Platz 6, Stuttgart 8. vor Werder. In der unteren Hälfte Hoffenheim auf Platz 12, in der Abstiegszone im Moment Köln vor Schalke und Mainz. Und dann schauen wir zum Wintersport, der uns jetzt ja wieder treu durch die dunkle Jahreszeit begleitet. Die deutschen Skispringer haben beim Weltcup-Auftakt im polnischen Wisla einen guten zweiten Platz im Teamspringen erreicht. Für Deutschland gingen Konstantin Schmidt, Pius Paschke, Karl Geiger und Markus Eisenbichler auf die Schanze. Der Sieg ging ganz knapp an Österreich. Ja, und noch besser lief es für das deutsche Team im Eiskanal. Im Zweierbob gewannen Weltmeister Francesco Friedrich und sein Anschieber Thorsten Marges den Weltcup im lettischen Sigulda. Auf Platz 2 fuhren Johannes Lochner und Christian Rasp, die nach dem ersten Durchgang noch in Führung waren. Und die deutschen Frauen? Erleichterung bei Mariama Jamanka nach dem ersten Weltcup der Saison in Sigulda. Die Olympiasiegerin gewinnt für sie überraschend, denn im Training war sie noch gestürzt, fuhr das Rennen mit einem anderen Bob als gewohnt. Vize-Weltmeisterin Kim Kalicki verbesserte sich von Rang 4 auf 3 hinter der Österreicherin Katrin Beierl. Nach einem Sturz im ersten Lauf trat Laura Nolte im zweiten Durchgang vorsichtshalber nicht mehr an. Die deutsche Meisterin will aber nächste Woche wieder starten. Und wir starten jetzt schon durch. Wie immer am Samstagabend mit den Lottozahlen. Sie lauten 1, 13, 14, 21, 25, 39. Die Superzahl ist die 0. Diese Angaben sind wie immer ohne Gewähr. Und weitere Gewinnzahlen finden Sie auf tagesschau.de und im ARD-Text ab Tafel 580. Beim Lotto ist Glück im Spiel, bei den Tagesthemen Wetteraussichten nur meteorologisches Fachwissen. Sven, was sagt uns das Deinige diesmal? Das war mir eine sympathische Überleitung, Ingo. Und da kommt eine Front, die ist im Norden Deutschlands unterwegs, bewegt sich in die Mitte und danach wird es in den nächsten Tagen schon wieder sonniger. Das war schon mal der kurze Bericht. Und jetzt schauen wir mal auf die Situation heute. Das ist aufgenommen gegen 2:30 vom Satelliten. Man sieht sofort im Norden viele Wolken, nach Süden ein paar Schleierwolken, aber insgesamt weniger. Und wir haben dieses Bild nochmal zweigeteilt, dass man das jetzt optisch nochmal klar sieht. Diese Linie im Norden bewölkt, im Süden eher klar. Und das sind die Verhältnisse, die wir jetzt immer noch haben. Wir nehmen dieses Satellitenbild mal raus aus der Karte. Sie sehen die gleiche Verteilung. Und dann, wie sich das auf die Temperaturen auswirkt. Berlin im Moment plus 7 Grad. In der letzten Nacht waren die Wolken noch nicht da, da war es kalt, minus 3 Grad, große Unterschiede. Im Süden ist das anders. In München aktuell, wenn man jetzt rausgeht, minus 2. Gestern waren es minus 3 und da geht es noch ein bisschen runter. Also gleiche Verhältnisse, weil der Himmel klar ist. Und jetzt gucken wir auf die Wettervorhersage, sprich den Film. Und Sie sehen sehr schön, wie dieser leichte Regen jetzt so langsam von Norden ins Landesinnere Richtung Mittelgebirge wandert. Das wird dann ziemlich schwach sein. Es ist auch mal trocken da drin. Im Süden, wenn sich dann anfängliche Nebelfelder aufgelöst haben, die sich jetzt in der Nacht bilden, örtlich mit Reifglätte, Achtung, Achtung, kann sehr glatt werden auf den Straßen, dann wird es dort sonnig sein. Die Temperaturverhältnisse entsprechend in der Nacht, wo es eben klar ist, minus 2 bis minus 6 Grad. Und im Norden, da wo die Front liegt, 7 bis 10 Grad plus. Und morgen Nachmittag haben wir dann Temperaturverhältnisse, die sich im Norden meistens so knapp in den zweistelligen Bereich hineintrauen. Weiter nach Süden sind es je nach Nebellage 2 bis 9 Grad. Und dann gibt es Lagen in den Alpen. Klarste Sicht, die man sich vorstellen kann, auf zum Beispiel 900 Meter, da geht es rauf bis 11 Grad plus.
Gucken wir noch schnell auf die Aussichten. Am Montag verhungert die Front dann auf ihrem Weg nach Süden. Dann kommt die Sonne wieder etwas raus. Dienstag insgesamt sonniger, abgesehen tatsächlich von einigen Nebelfeldern. Also das nächste Novemberhoch ist quasi schon wieder im Anmarsch, Ingo. Alles klar. Vielen Dank, Sven, für diese Aussichten. Und das waren die Tagesthemen. Beim Wort zum Sonntag, gleich im Anschluss, geht es um Corona-Auflagen und die Frage der Gerechtigkeit. Wir sind morgen Abend wieder für Sie da. Bis dahin, tschüss und bleiben Sie zuversichtlich.